ganz schön warm heute. Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn. In diesem Video dreht sich alles wieder mal um die Landschaftsfotografie. Und zwar möchte ich hier am Ammersee ein, zwei Motive aufnehmen, die relativ unbekannt sind. Und da ist auch die Herausforderung, die möglichst gut in Szene zu setzen. So ist es halt, wenn man halt keine Hauptspots fotografiert, muss man sich anstrengen. Und das mache ich und nehme euch hier mit. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mal ein, zwei Gedanken mit euch teilen. Und zwar frage ich mich so jedes Jahr, was machst du eigentlich? Geht dein Leben in die richtige Richtung, beruflich und privat gesehen? Und Thema Beruf ist so eine Sache. Ich bin ja seit 2 Jahren selbstständig als Filmemacher und Fotograf. Dabei bin ich so circa zu 80% ausgebucht in Unternehmen. Wir machen kleine Imageclips für Unternehmen, Produktvideos, Interviews. Und ein kleiner Teil betrifft auch die People-Fotografie, das heißt Mitarbeiterfotos oder auch Modefotografie, manchmal auch ein, zwei Produktfotos. So, das ist die eine Sache, da verdiene ich Geld. Aber meine Leidenschaft, mein Herz, meine Sucht steckt in der Landschaftsfotografie. Da begeistere ich mich so richtig dafür. Und das andere Thema ist dieser YouTube-Kanal. Ich verwende sehr, sehr viel Zeit für diese Videos, weil mir das einfach unheimlich viel Freude und Spaß bereitet, euch mitzunehmen zu den Spots. Und die Kommentare sind überwiegend positiv und das motiviert mich ja immer mehr weiterzumachen. Das pusht so richtig, da schütte ich Glücksgefühle aus. Das ist einfach echt was Schönes. Und den YouTube-Kanal möchte ich weiter ausbauen. Da kommen vielleicht im Monat ein paar hundert Euro zusammen, aber davon kannst du nicht leben. Dennoch will ich mit dem Bereich der Landschaftsfotografie weitermachen. Und so biete ich euch für 2022 Fotoworkshops an. Das heißt, ihr könnt mit mir zusammen draußen hier am See oder in Südbayern Fotos machen. Und ich will diese Fototouren auch nicht ausufern mit 10 Mann hier am Ufer rumlaufen, sondern in kleinen Teams. Das heißt, 3 Teilnehmer je Fototour, die wird ca. 5 Stunden gehen. Wir werden 14 Uhr ca. losgehen und bis in den Abend hinein fotografieren. Vielleicht kommt dann noch das eine oder andere Nachtbild dazu. Und meine Webseite siegfried-eichhorn.de ist ja erst seit ein paar Stunden online. Und der erste Teilnehmer aus Österreich, der Adi, hat schon gleich gebucht. Vielen Dank, Adi, dafür. Ich freue mich. Ich glaube, am 23. Januar sehen wir uns hier am See. So, jetzt genug hier gequasselt zu Fototouren. Wir machen jetzt zusammen richtig gute Bilder. So, und ich bin ja mal hier um den Ammersee drumherum gelaufen. Hat ja nur 12 Stunden gedauert, waren 50 Kilometer. Aber bei dem Trip habe ich mir jeden Stein, jeden Steg wirklich gemerkt oder auch notiert in meiner Google Maps App. Und so weiß ich, dass da vorne ein kleiner Steinkreisel im Wasser ist. Den möchte ich jetzt als allererstes hier fotografieren. Ist ein etwas unbekannter Spot, kennt man nicht so sehr. Und ist auch schwer zu fotografieren, glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass da genug Wasser drin ist. Schauen wir es uns mal an. No way. Was ist das? Ein Schwimmbrett? Baumaterialien? Mei Leute, man muss halt echt mit der Natur gut umgehen. Oh ja, ich sehe den Steinkreisel schon. Heute habe ich auch Gummistiefel dabei. Das aus gutem Grund, weil ich sehe jetzt schon, ich muss da mal kurz hin und aufräumen. Mach ich ja gern. Jetzt baue ich mir den Steinkreisel noch so, wie ich ihn haben möchte. Ich schätze mal, durch den Sturm oder so hat es die Steine hier auch runtergehauen. Der war noch vor 1-2 Jahren größer. Das Schöne ist tatsächlich, wenn hier in der Mitte Wasser drin ist. Der Ammersee ist auch manchmal vom Wasserstand niedriger, dann ist er ausgetrocknet. Aber das sind jetzt 2-3 Minuten Arbeit, die lohnen sich. Entweder funktioniert es auf 16 mm oder auch auf 14 mm. Was anderes macht keinen Sinn. Also einen Weitwinkel empfehle ich wirklich jedem, der mit der Landschaftsfotografie beginnen möchte. Und wie so oft nehme ich erstmal die Kamera ohne Stativ in die Hand, schaue mir die Bildkomposition an. Hier bin ich jetzt mal auf 16 mm und dadurch, und da ich hier gegen die Sonne fotografiere, werde ich höchstwahrscheinlich einen Verlaufsfilter vor das Objektiv spannen in so einem Filterhalter. Und ich mag es ja auch immer ganz sehr, das Wasser zu glätten, deswegen wird auch noch ein ND-Filter reinkommen. Aus dem Stand oder aus der Hüfthöhe hier zu fotografieren, schaut nach nichts aus.
Wenn ich es einigermaßen interessant haben will, muss ich aus einer bodennahen Perspektive leicht nach unten geneigt hier fotografieren. Dann spiegelt sich die Sonne immer noch ein bisschen im Wasser. Ja. Und dann werde ich auch eine möglichst hohe Blendzahl verwenden, dass der Bereich hier scharf ist und auch der hintere Bereich scharf. Weil wenn ich jetzt hier drauf fokussiere und nur eine 2,8er Blende nehme, wäre hinten unscharf und das will ich eigentlich nicht. Da werde ich so eine 9er, 10er, 11er Blende bestimmt nehmen. Und da das hier auch mein Hauptmotiv ist, würde ich jetzt vorschlagen, dass das 2/3 meines Bildes einnimmt und der Himmel nur 1/3. Wenn man gegen die Sonne fotografiert, ist auch eins klar. Der Himmel wird hoffnungslos überbelichtet sein, auch mit einem Verlaufsfilter. Deswegen versuche ich einigermaßen richtig auf den Himmel zu belichten. Und im Nachhinein ziehe ich wieder mit dem Verlaufsfilter von unten nach oben die Helligkeit, dass ich diesen Steinkreis auch ein bisschen hervorheben kann, dass man den eigentlich sieht, sonst wäre der schwarz. Das ist eigentlich so echt die Herausforderung immer bei Sonnenuntergängen, wenn man genau direkt gegen die Sonne fotografiert. So, mein Filterhalter habe ich jetzt schon drauf gespannt. Den ND-Filter ist auch drin. Und wichtig ist auch noch zu wissen, bei meinem Nisi-Filterhalter habe ich hier noch einen Polfilter drin. Den werde ich jetzt als erstes mal bedienen. Das heißt, den so einstellen, dass die Reflexionen der Sonne aus dem Wasser draußen sind. Dafür muss ich hier nur an dem Rädchen drehen. So, jetzt drehe ich mal hier an dem Rädchen vom Polfilter. Ja, jetzt ist schon richtig dunkel geworden, seht ihr das? Drehe ich weiter, wird es hell. Am besten funktioniert der Polfilter, wenn die Sonne aus einem Winkel kommt, aber jetzt fotografiere ich eben gegen die Sonne, das ist richtig schwierig, was den Polfilter oder die Wirkungsweise vom Polfilter angeht. Als nächstes baue ich noch den Verlaufsfilter oben rein. Der kommt jetzt einfach in das zweite Fach rein. Yes, sehr schön. So, jetzt starten wir mal die Fotosession. Ich habe in der Zwischenzeit hier meine 360-Grad-Kamera oben auf dem Blitzschuh draufgebaut, dass ihr das Display auch sehen könnt. Jetzt fällt mir nur ein kleines Detail auf. Den Fuß hier sehe ich vielleicht, wenn ich das Bild mache. Deswegen drehe ich die Kamera oder das Stativ hier noch leicht mal um. So, die Sonne schiebt sich zunehmend hinter so eine Wolkenwand da hinten. Deswegen muss ich jetzt dann doch hier schon mein finales Foto von dem Steinkreis mit dem Objektiv machen. Jetzt bin ich auf 8 Sekunden Belichtungszeit, Blende 16. So Leute, die Sonne ist immer noch schön mittig. Und boom, super stylisch. Jetzt auch noch mal mit dem 14 mm. Mal schauen, ob das eine Option ist. Jetzt als erstes, weil ich jetzt das Objektiv getauscht habe, gehe ich noch mal in meinen Fokus, den manuellen. Zoom hier schön ran auf die Steine. Schau mir an, ob die wirklich auch scharf sind. Ah, ich sehe, richtig scharf stellen kann ich auf einer F16 überhaupt nicht. Das mache ich mal lieber so auf einer 2,8er Blende. So. Die vordere Steinmauer ist super, super scharf. Jetzt hole ich doch nochmal meinen ND-Filter und den Verlaufsfilter, mache das Bild nochmal. Zuerst in den ND-Filter rein, den Verlaufsfilter davor. So, jetzt schließe ich die Blende auf 16 auch nochmal. Super, wow, das gefällt mir gut. Vielleicht reichen hier jetzt auch schon 3 Sekunden. Eine 16er Blende. Boah. Zum Spaß fotografiere jetzt auch noch mal in die Richtung. Das wollte ich ja auch machen. Mal um zu sehen, ob das auch irgendwie wirkt. Dadurch, dass die Steine hier schon wieder ganz anders angeordnet sind, sieht es halt auch wieder anders aus, das Bild. Und kann jetzt hier, glaube ich, wirklich schon 5 Sekunden lang belichten.
Wow, das ist ja echt geil, wie man sich hier so spielen kann mit einem einzigen Motiv, was eigentlich wenig hergibt, wenn man hier vorbeiläuft am Ufer. Das sieht man eigentlich gar nicht, aber wenn man es weiß, kann man hier was Gutes zaubern. Super, super nice. So Leute, jetzt bevor es komplett dunkel ist, laufen wir jetzt noch ein bisschen südlich zum nächsten Fotospot. Da kenne ich noch so eine Wurzel, die im Gebüsch liegt. Die liegt jetzt auch da ganz schön im Schatten. Vielleicht ist aber trotzdem was. Ich schaue es mir mal an. Die Wurzel, die ich gerade fotografiert habe, die hat es nicht so gebracht. Die stand schon viel zu sehr im Schatten. Jetzt nutze ich noch das letzte Licht und mache nochmal von der Seite hier ein Bild von einem schönen Steg. Und hier bei dem Bild ist es auch sehr, sehr wichtig, manuell zu fokussieren. Also hier könnt ihr euch nicht auf einen Autofokus verlassen, weil einfach diese Schilfhalme im Vordergrund sind und da springt der Fokus. Deswegen manuell einstellen, da kann man nichts verkehrt machen. Bei der Bildkomposition mache ich es jetzt so, dass ich den Steg in die Mitte zulaufen lasse, aus der linken Seite, stelle vorne scharf auf den Steg. Das geht ganz gut. Mache die Blende wieder zu auf eine F13 oder sowas. Machen wir das Bild so, dass wir wieder ein Drittel Himmel haben, zwei Drittel Motiv. Jetzt ist natürlich klar, die Grashalme oder die Schilfhalme bewegen sich, die werden unscharf werden. Aber die Kamera steht safe, der Steg an sich ist ein scharfes Motiv. Ich kann vielleicht sogar noch ein ganz kleines Stückchen rangehen. Und der Himmel färbt sich so schön rosa ein, das ist echt mit bloßem Auge super schon so, das Bild. Wow, das ist ein geiles Bild. Top. Ich würde das jetzt hier noch ein bisschen beschneiden, vielleicht 16:9 oder sowas. Aber das kann ich machen, weil ich den Steg komplett mittig habe. Da kann ich oben und unten ein bisschen was wegschneiden. Ich habe auch absichtlich ein kleines bisschen unterbelichtet. Da kommen die Farben noch mal viel, viel deutlicher zur Geltung. Jetzt schaue ich, ob ich noch mal zum nächsten Steg gehen kann. Den lasse ich mir nicht entgehen. Das ist noch mal ein gutes Motiv, der Steg hier von der Seite. Was habe ich hier? Störende Elemente. Ein Ast hier im Wasser, der stört mich. Gehe ich einfach ein bisschen weiter vor. Auch wichtig ist bei dem Objektiv, wenn ich jetzt von unten nach oben hier fotografieren würde, dann wird der Steg irgendwie verbogen dargestellt. Ich muss hier wirklich auf eine Höhe vom Steg sein, weil sonst habe ich diese Beugungen im Bild. Die sind dann nichts. Okay, hier fokussiere ich wieder vorne auf die Stegspitze, weil da der Blick einfach hinfällt. Okay. Habe ich die Schärfe? Ich habe sie. Oh, da ist noch ein Ast im Wasser, den muss ich mal kurz entfernen. Weil der hat keinen Mehrwert. Okay, ihr seht jetzt, ich bin hier komplett überbelichtet, wo die Sonne untergegangen ist. Deswegen schließe ich doch ein bisschen meine Blende auf eine 10er. Und dann sieht das Ganze besser aus. Ich schaue mir das Ganze jetzt noch kurz noch mit dem Zebra an. Ist klar, das Zebra zeigt mir auch. Alles überbelichtet. Machen wir das Zebra wieder aus. Aber das Histogramm zeigt mir, alles ist okay. Und da verlasse ich mich drauf. Machen wir das Bild, Freunde. Ich drehe mal die Belichtung runter. Da könnt ihr mal sehen, wie schön rot der Himmel hier in echt ist. Ich habe hier nichts Störendes im Vordergrund. Einfach nur den Steg und das Bild strahlt für mich die absolute Ruhe aus, Gelassenheit, Urlaubsfeeling im Winter am Ammersee. Einfach gut. Bam, Alter. Schaut euch diese leuchtenden Farben an. Das ist einfach geil. Ich
finde es ja echt spannend, wenn ihr das auch so sehen könnt, was ich hier gerade mache. Ich finde ich immer total spannend. Ach, sieht das schön aus. 10 Sekunden jetzt mal belichtet. Wow, da brauchst du keinen Urlaub mehr irgendwo. So, Freunde, der Himmel glüht. Jetzt gehe ich ab wie Schmidts Katze. Du. Jetzt geht es hier richtig zur Sache. Das kann ich ja 15 Sekunden fotografieren. Und ey, es geht darum, die Welt mit seinen Fotos vielleicht sogar auch schöner darzustellen, wie sie eigentlich ist. Obwohl, mit freiem Auge ist eigentlich noch viel geiler. Ich kann da vorne die Zugspitze sehen. Die Berge kommen richtig schön raus. Oh. Und jetzt ein 15-Sekunden-Bild. Bam, toppt alles. Leute, der Himmel ist knallrot, ohne jegliche Nachbearbeitung ist das jetzt schon ein geiles Bild. Wow. Feuerfrei. Jetzt mal noch 15 Sekunden, weil die Sonne geht jetzt unter. Jetzt kann man hier spielen. Jetzt habt ihr wieder einen Einblick in meine Fotografie hier am Ammersee bekommen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und bam! Geil!